Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio. Das, was wir hier rausbekommen, das sieht furchtbar aus. Kein Kunststoff mehr, weil kein Rohöl mehr anliegt. Aber in der letzten Folge haben wir dieses Feld hier hinten angeschlossen und sobald dieser Zug voll ist, sollte er auch abfahren. Aber da schaut nicht viel raus. Haben wir hier noch ein Feld. Hier haben wir etwas Rohöl auf Lager. Und hier dieser Zug, er ist auch fast voll. Nun, während wir auf Rohöl warten, ist unsere Raketenforschung fertig geworden. Das heißt, wir können das Raketensilo bauen. Das versteckt sich hier. Da brauche ich etwas Stahl. Tausend Stahl. Alles auch hier aus der Kiste nehmen. Was noch? 200 elektrische Motoren. Und 1000 Beton. Beton haben wir da unten. Die Forschung staut sich, weil zu wenig rote Fläschchen kommen. Interessant. Da können wir sicher was machen. Inventar voll. So, sollte ich alles haben? Ja. Und dann schauen wir mal, was wir da für die Roten machen können. Ich habe mal schnelle Maschinen dran. Und endlich auch hier, damit wir genügend Zahnräder haben. Dann kommen auch mehr rote Fläschchen raus. Und das mit der Forschung sollte dann etwas schneller gehen. Und wir haben auch wieder etwas mehr Kunststoff. Dann platzieren wir das Raketensilo hier. Wir brauchen
einen Ausgang. 1, 2, 3, 4 Eingänge für, wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir Leichtbauteile. Leichtbauteile, Raketen und Raketentreibstoff. Dann die hier. Und der Treibstoff, den müssen wir wahrscheinlich noch herstellen. Und da kommt dann der Satellit rein. Da wollen wir noch etwas Strom haben. Dann hier hinten. Wie machen wir den Raketentreibstoff? Machen wir mit langen Greifarmen. Wir das hier hinstellen. Hat auch alles Saft. Fast alles. Das packen wir dann mal in Kisten und dann sowas. Und machen wir irgendwo dazwischen noch eine Verbindung. Machen wir hier unten hin und dann sollten auch die geliefert werden. Okay, und wir haben wieder ordentlich Kunststoff anlegen. Was heißt, hier wird dann auch etwas produziert. Mache ich auch hier mal noch ein bisschen Produktivität rein, so dass wir zwar an Geschwindigkeit verlieren, aber für denselben Output weniger Rohstoffe benötigen. Und
Und während wir hier auf unsere Rakete warten und die Weltraumforschung, die wir benötigen für unseren Satelliten, gehe ich doch rasch mal da unten und oben vorbei, um die lästigen Aliens, die immer wieder auf unsere Mauer drücken, da etwas aufzuräumen. Unten. Das war's mit dem Nest. Und im oberen Eck, da haben wir auch immer so eine Stelle, wo quasi kontinuierlich Aliens rankommen. Da möchte ich auch noch aufräumen. Jetzt, wo wir ja ein gutes Mittel haben, um zumindest die mittleren Nester in Schach zu halten. Genau. Hier rennen sie kontinuierlich an. Kommen zum einen mal von dieser Seite her. Au, 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 das tut weh. Dann kommen die auch noch von hier oben irgendwo. Noch ein Nest. Wir sind schnell. Ich habe ja zum Glück ein bisschen Fisch. Dann haben wir hier noch eins. Das war zu nahe. Das war zu nahe. Okay. Es muss ja nicht immer ein Zug sein. Wenn ich sowieso schon da hoch muss, denke ich, nehme ich auch gleich noch ein paar Atombomben mit.
damit ich so richtig aufräumen kann. So. Und hier steht ein zweites Fahrzeug. Ups. Das war so nicht geplant. Irgendwo hier oben müsste dann ja unsere Leiche zu finden sein. Ja, hier. Sehr gut. Und dann versuchen wir das nochmals mit dem Nest. Diesmal hat es geklappt. Dann hier haben wir noch eins. Wieder rein. Und dann mal rasch rüber. Ans andere Ende. Da rennt nämlich auch immer wieder was an. Und wahrscheinlich von da oben. So viel Fisch. Da brauche ich etwas mehr. War nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und es
Nützt natürlich auch nichts, wenn ich da die falsche Waffe anlegen habe. Das war knapp. Auch den Raketenwerfer. Geht da nichts. Wieder ein Nest. Aus und vorbei. Sind mit dem hier oben aus. Ich denke, das muss reichen für heute. Schnell wieder zumachen. Nicht, dass da was reinkommt. Dann wollen wir schauen, dass wir nächstes Mal die Weltraumforschung fertig bekommen, damit wir unseren Satellit bauen können und die Rakete starten. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also bis dann und tschüss!